Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und heute zeige ich dir dieses tolle Muster. Das ist der Korb zum Aufhängen in X-Muster oder Kreuzmaschenmuster. Und ich habe angefangen, genauso den Korb machen in der Farbe Off-Light von Hello Bobini, was ihr auch in meinem Etsy-Shop iraknit.com oder Online-Shop iraknit.com finden könnt. Genau, für die 5 mm Flechtkordel benutze ich 8 mm Häkelnadel. Und Videoanleitung zu diesem Korb könnt ihr auch bei meinem Etsy-Shop finden. Und wie genau dieses Muster geht, zeige ich dir gleich. Den Boden habe ich in Strickstickmuster gemacht und wie genau der geht, habt ihr auch im Videoanleitung, was ihr in meinem Etsy-Shop findet oder im Online-Shop. Genau, jetzt zeige ich dir, wie du dieses Aufhängekorb in der Farbe Off-Light häkeln kannst. Und jetzt dieses Muster ist ein bisschen ähnlich zu Strickstickmuster, aber wir müssen woanders reinstechen und einfach den Faden anders rausholen und dann seht ihr diese Kreuzmasche. Überkreuzte Masche und dieses Muster ist nicht so fest wie Strichstickoptik. Genau, deswegen empfehle ich euch zum Aufhängekorb zu benutzen oder auch für die Tasche ist perfekt weich auch. Ne? Genau, für die größeren Körbe empfehle ich tatsächlich dieses Muster, weil der ist stabiler, der ist fester. Und für die größeren Körper dann Strickstickmuster. Genau, und diesen X-Muster zeige ich dir gleich. Wir gehen zwischen Maschenraum hier rein, wo untere, obere Maschenteile sind. Genau, und holen unsere Faden von oben nach unten. Und man sieht schon hier, den Faden wird so überkreuzt und genau so holen wir weiter. Die Masche ist überkreuz und das ist unser Kreuzmaschenmuster. Genau, wir gehen zwischen den Maschen rein und den oberen Teil von der Masche, diese, was wir hier sehen sozusagen, und holen von oben nach unten und wieder genauso raus. Nochmal, wir gehen in Zwischenmaschen rein, holen von oben nach unten, holen ein bisschen mehr raus und häkeln wieder weiter. Bei dem Muster wichtig, dass ihr nicht zu fest aufhäkelt. Ihr müsst genau richtig genug rausholen, damit Masche gerade gehen, dass die, der Korb nicht nach oben so eng wird. Deswegen einfach genug Arbeitsfaden rausholen. Genau so. Und dann sind die also luftig, auch gehen, der Korb geht gerade weiter. Genau, so sieht unsere X-Muster oder Kreuzmaschenmuster aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich liebe diese Muster und ich hoffe, gefällt euch auch. Viel Spaß, eure iraknit.com.